Das ist so eklig. Ich hoffe, die letzten Bosse sind es wert. Ich weiß, dass wir vor dem letzten Boss auf jeden Fall noch einen haben. Du warst im letzten Teil auch besser. Really gotta stop whining. Everyone's trying their best to help out, and so must I. Shadow, we need you. Please help us. It's all going according to plan. There's no reason for me to help them. Besides, there's no way to save anyone. There has to be. I know that people fight over the most trivial things. Some people may be selfish, like the professor said. But they're basically good if they try their best and never give up on their wishes. They always have a reason to be happy. That's why you should help them out. Saving them is a good thing. Shadow, I beg you, please do it for them. Give them a chance. Shadow, I beg of you, please, do it for me. Maria! Future for all people who live on that planet. Give them a chance to be happy. Let them live for their dreams. Shadow, I know you can do it. That's the reason why you were brought into this world. Sayonara. Shadow, the hedgehog. I promised her. And I must keep that promise. That's Shadow? What I really wished for. I've gotta go now. I have to keep my promise to Maria and you. What's that? It looks just like the shrine of the Master Emerald. They probably designed the core like the shrine to harness the power of the Chaos Emeralds. All of you ungrateful humans who took everything away from me will feel Knuckles, my here it comes. Loss and despair. All of you, you great free humans, took everything away from me, will feel my loss and despair. Could this be the prototype of the ultimate life form that was supposed to be encapsulated? Leave this one to me. Shadow, what are you doing? Take care of this while you run to get the Chaos Emeralds. Wieso sind die Chaos Emeralds so groß? Und warum sieht der Kern auf einmal so aus? Haben die Chaos Emeralds nicht in die Kanone das Teil reingesteckt? Oh shit. Wow. Ja, so funktioniert es schon mal nicht. Ich brauche vielleicht erstmal Ringe. Aber ich Bio Lizard ist, glaube ich, der vorletzte Boss. Ah, ich glaube aber, ich weiß, wie der Boss funktioniert. Ich habe da mal was gesehen. Kein Guide oder so, aber man konnte doch gar nichts sehen. Okay, dann ist der Anfang etwas anders. Offenbar noch nicht.
Moment, jetzt? Nee. Oder auf dem anderen Ding. Sag doch, dass es nur auf einem geht. Nee, so funktioniert das nicht. Das bitte nochmal. Ich brauche Ringe. Ich muss da hin. Hallo? Jetzt. Also es muss nicht leuchten, wie ich sehe. Ich denke mal, so bei der Hälfte wird seine Strategie sich ändern. Muss ich nochmal gerade neu starten? Story select. Boah, wenn dieser Text nicht jedes Mal so langsam wäre, ne? Ich krieg das hin. Was? Hä? So viel zum Thema ultimative Lebensform. Das Ding ist, man sieht halt auch nicht, wo man hingeht. Komm, da hoch. So viel zum Thema Springen, ja? Alter, grind auf dem Ding. Andere Richtung bitte.
Also Rollen bringt alles nichts. Sag mal, ist jetzt gut? Moment, man muss lange genug ausweichen, ne? Genau. Darauf habe ich gewartet. Warte, das ist jetzt... Ich habe keine Ringe. Boah. Jetzt muss ich im Prinzip nur warten, bis er das wieder macht, ne? Ja, ist jetzt... Diese Angriffe verfolgen einen aber auch. Kannst du vielleicht nicht auf die Bio-Lizard attacken? Wie wär's damit? Ja, shit, so viel weiß ich schon. Können die Ringe vielleicht nicht rumglitschen? Ich würde gerne noch an die rankommen. Oder muss ich warten, bis er mich praktisch einlädt? Oh Gott, wenn Bio-Lizard schon so ein Problem wird. Wie sieht denn dann bitte erst der letzte Boss aus? Moment. Wenn ich rolle, bin ich dann... Schützt mich das wirklich? Das könnte ich sogar hinbekommen. Hey.
Sag mal, kannst du vielleicht nicht? Sag mal, kannst du vielleicht auch einfach... Kann das vielleicht einfach mal funktionieren? Aber natürlich. Also das war jetzt gerade nur sehr seltsam. Also die Homing Attack braucht ein bisschen mehr Homing. Ach. Komm, mach dein Ding. Komm, mach einen Homing Attack auf das Ding. Dankeschön. Man sollte meinen, wenn das Ding in Reichweite ist, würde es auch priorisieren. Boah, der letzte Treffer war jetzt aber auch leicht. So, stirb bitte. Keiner mag dich. Servers are the seven chaos. Chaos is power. Power is enriched by the heart. The controller is the one that unifies the chaos. Only you can do this. Stop the chaos emeralds. Is it gone? Is that what chaos control is? Since we've stopped the chaos emeralds, why is the space colony still on a crash course to Earth? Sonic? Nice. Jetzt sei bitte nicht schrecklich. Ich habe nur noch ein Leben.
Oh hey, das funktioniert. Time. Slipping by us. Ja, Slipping by us fine. What kind of monster is this? How are you doing, son? I'll collect the rings. Now it's up to you, Sonic. Shadow, you need rest. Let me give it a try. Ja, du hast nur 12 Ringe, was ist dein Problem? Hä? Ich kann nicht selbstständig wechseln, oder? Ich kann nicht selbstständig wechseln, oder? Darf ich nicht zu schnell sein? Ich bin unverwundbar, also die Angriffe können mir nichts anhaben, aber ich muss, glaube ich, Geschwindigkeit aufnehmen. So. Ja, also in Sonic 06 konnte man zwischen allen drei Igeln jederzeit wechseln, wenn man das halt musste. Aber hier scheint das nicht zu gehen. Ich dachte, hier hat sich vielleicht nur 6-mal Inspiration geholt. Aber hier ist es offenbar nur, wenn man einen Schwachpunkt trifft. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, der letzte Boss ist leichter als der vorletzte. Wow, wow. Hätte ich nicht sagen sollen, ne? Wie soll man denn bitte dem ausweichen? Meine, ich kann nicht wirklich zur Seite fliegen, ne? Ja, kannst du vielleicht... Ach, komm schon. Ja, nee. Wenn dann nicht ständig von irgendwas getroffen werden würde. So. Das kriegen wir hin. Moment, was? Sonic, Shadow, you need rest. Let me give it a try. Sonic, we're in danger.
Authority will enter the atmosphere in about 4 minutes. Komm, das funktioniert schon. So, jetzt wird's doof. Oh, das hat gut funktioniert. Komm, noch einmal. Das kriegen wir hin. Moment, wenn ich doppelt... drücke, während ich in der Nähe bin. Ja, komm, hat funktioniert. Er ist tot, das reicht. I must destroy all the evil the professor has created. Maria, this is what you wanted, right? This is my promise I made to you. Where is Shadow? Do you really think that the professor created him, Shadow, to carry out the revenge on all those who live here on Earth? He was what he was, a brave and heroic hedgehog who gave his life to save this planet. Shadow the Hedgehog. I guess you're right. As a child, I looked up to my grandfather because of all the great things he accomplished in his life. He was my hero, and I wanted to be a great scientist like him. But did he really mean to destroy us? I don't know, but what I do know is we all did it together! You're right. So what's next for you, Rouge? Off again to find those jewels you love so much? Nah, I think I'm gonna give up this line of work. Too much work for too little pay. Anyway, I've got something better than jewels that I'm thinking about right now. It'll all work out, you'll see. If you say so. Created the ultimate life form. What's the matter, Sonic? Oh, it's nothing. Come on, let's go home. Dude, the planet is cool and blue as me.
Hedgehog. Wird jetzt nicht mehr geredet? Weil dann würde ich gerne was sagen. Wo hatte Sonic den Ring her? Shadow hat sie nicht abgenommen, anders als in Sonic X. Ich verstehe das gerade nicht so ganz, aber okay. Ich würde sagen, das war's mit Let's Play Sonic Adventure 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, seid gespannt auf das nächste Projekt, denn eins meiner nächsten Projekte wird Sonic Generations. Sobald ich einen Controller habe, weil ich glaube, das Spiel muss man mit Controller spielen. Kannst du nicht sagen, ich lasse euch jetzt Live and Learn hören. Und bis zum nächsten Mal.